Einmal volltanken bitte. Das kann er, der erste vollautomatische Laderoboter für Elektroautos. Die Erfindung aus dem benachbarten Innviertel wird derzeit im Fuhrpark der Salzburger G getestet. Der Jabo selbst ist der erste voll funktionsfähige Laderoboter seiner Art in wahrscheinlich Europa und wird in den nächsten Wochen intensiven Praxistests unterzogen. Das heißt einerseits mit verschiedenen Fahrzeugtypen und in verschiedenen Witterungsbedingungen. In den letzten Wochen haben wir perfekte Testbedingungen gehabt, niedrige Temperaturen und wahnsinnig viel Regen. Die Erkenntnisse aus dem Praxistest werden in die weitere Entwicklung des Laderoboters einfließen. Er soll künftig von Nutzerinnen und Nutzern über eine App gesteuert werden und bis zur Abrechnung jedes Auto vollautomatisch aufladen können. Alveri errichtet unter anderem innovative und grüne Ladeinfrastruktur in Verbindung mit Photovoltaik und bietet diese über eine Flatrate den Kunden und Kundinnen an, die sich damit beim Ladevorgang nicht mehr mit diversen Ladekarten, Kabeln oder intransparenten Kosten auseinandersetzen müssen. Der neue Laderoboter soll dort zum Einsatz kommen, wo viele Autos länger stehen und eine entsprechende Aufladung der Autos sichergestellt werden muss. Zum Beispiel also in Fuhrparks, bei Autoauslieferern oder in Parkhäusern. Uns geht es vor allem darum, durch Beispiele zu vermitteln, was mit Mut zur Innovation, was mit Mut zur Veränderung möglich ist. Und daraus entwickeln sich einfach neue Geschäftsmodelle, neue Prototypen, die man so vorher vielleicht gar noch nicht auf dem Radar hatte. Der Laderobotertest beim Greentech-Unternehmen Salzburger G läuft noch mehrere Wochen. Dann geht es für die Entwickler wieder zurück in die Werkstatt, um aus dem Prototypen die nächste Generation zu entwickeln.